Hallo und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice Madness Returns. Endlich! Endlich wieder eine neue Aufnahme für meine zwei, drei Leute, die das angucken. Aber hey, ich hatte wieder Bock drauf und ich hoffe, diejenigen, die drauf gewartet haben, sind mir nicht böse. Ist ein bisschen viel passiert, aber dazu kommen wir später. Erstmal wollen wir mal was sehen. Hier keine zermatschte Alice haben. Wow. Okay. Ein halbmechanischer Dodo, das arme Vieh. Das tut mir echt leid. Naja. Moment. Da ist doch irgendwas. Nein, ich glaube, das ist der richtige Weg. Und hier ist irgendwas. Ah! Das kennen wir doch noch. Ja, das kennen wir noch. Du bleibst hier. Hup, hup. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung ran gewöhnen. Hab das schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe eine ganz kleine Übung gemacht, damit ich endlich mal anfange. Oh. Okay. Einmal X-Taste. Bei mir immer noch Viereck. So ist's recht. Ich bin schon brodeln. Oh Flinker, yeah. Meine feinfedrigen Freunde, nicht nachlassen jetzt. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Wo bin ich? Okay. Ich glaube, ich muss wieder rüber. Oh. Oh. Ja, deswegen ist auch so ein etwas niedriger Gang hier, damit ich wieder zurückkomme. Nicht. Dann müssen wir wieder hier lang. Hier ist auch alles gestoppt. Aha. Okay. Wo? Was ist das? Müllschlucker. Ah, ich verstehe. Da müssen wir die Beine reinwerfen, um den Hutmacher wieder zusammenzusetzen. Oh je. Wow. Hab ein bisschen Schiss. Wuff. Okay. Und jetzt geht's ja wieder richtig zur Sache. Erstmal die scheiß Nester ausmerzen. Hackviecher. Fuck! Ich erinnere mich. Erstmal die kleinen Fische killen. Okay.
Scheiße! Fuck, 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 fuck! Fuck! Oh, Scheiße! Shit! Weg, 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 Alice! Weg! Shit! Letzte Chance, das hier zu killen. Puff. Alter. Scheiße. Boah, Mann. Puff. Das geht gut los. Das geht gut los. Oh, Junge. An, anderen. Ja, Dodo, das war's für dich. Wart es ja nicht aufzuhören! Rennt weiter oder ich! Oh, was haben wir denn da? Ein Secret? Boah, ich muss mich gleich auch in meinen Raum umschauen, ob ich irgendwas verpasst habe. Hier haben wir auf jeden Fall alles. Nöp, 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 nöp. Okay, da haben wir alles. Und ansonsten war eigentlich nichts großartig, wo was hätte sein können. Denke ich, hoffe ich. Auf jeden Fall geht's hier zum Merzhasen. Aufwärts! What? Okay. Ich muss mehr Speed runnen. Puh. So geht es. Okay. Niemals die Tricks verlernen oder vergessen. Wir brauchen jeden davon. Jeden einzelnen Trick. Und guck mal, was wir hier haben. Genau das habe ich gebraucht. Erstmal heilen. Super. Okay, was haben wir hier? Das habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Da können wir her. Und ich schätze, da müssen wir rein. Gut, dass wir uns so klein machen können. Schauen wir mal. Da ist der nächste Schalter auf jeden Fall.
Ja, ich habe nach Secrets gesucht. Deswegen manchmal nicht wundern, wenn ich so komische Veranstaltungen mache, obwohl der Weg ganz genau geradeaus ist. Ich will ja alles mitnehmen. Alles, was man finden kann. Nein, halt, das reicht jetzt. Arr, hört schon auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten. Oh. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Versuch's das gar nicht. Feierhund. Okay, schade. Ich wollte eigentlich seinen Arsch durchtreten, aber er will nicht. Na gut, mal nicht. Dann muss ich gucken. Ich überlege gerade ernsthaft, wo ich lang muss. Ich denke da. Ja, doch, doch. Ich denke, das ist ziemlich richtig. Jupp. Das sieht super aus. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ich schätze, damit gehe ich die Füße in die Müllpresse. Oder Müllschlucker eher gesagt. Presse wäre sehr schlecht in dem Moment. Jupp! Und Geronimo! Das klang gerade, wenn Alice sterben würde. Hysterie lassen sich Feinde schneller besiegen. Ja, das weiß ich. Panzer in den Augenpott, bla bla. The Mad Hatter. Einmal Arme. Klick, klick. So. Dann einmal die Beine, bitte. Jupp, sitzt, passt. Wie angegossen. Und natürlich der Hut. Ohne Hut wäre nicht perfekt. Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starkt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wundere mich. Wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. What the... Okay. Ich wollte schon sagen, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Beschissenes. Aber nein, er hilft uns tatsächlich, wie es aussieht. Das hoffe ich jedenfalls. Wenn ihr einen Hutmacher findet, denkt dran, er hat nie preisgegeben, bla bla. Scheiße, es steht manchmal viel zu schnell. Hä? Okay. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof gerade. Also man hätte zumindest sehen sollen, wie die beiden landen oder sowas. Aber na gut, okay. Vielleicht ist ja meine Version nur verbuggt. Ich weiß es nicht. Könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr es selber gespielt habt. Ob da noch irgendwas hätte zu sehen sein müssen. Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaultem Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Okay. Gleich. Ah! Happy! Toll, lecker.
fließt wieder dieses Alben. Diese Uhrenteile werden uns den schottrigen Weg zur Montage ebnen. Scheißvieh. Ach, da ist er doch, der Mad Hatter. Warum bist du schon da und ich nicht? Courage, Alice, ich krieg diese Tür schon auf. Oh, Kacke. Eine Uhrwerkbombe im Kampfgeschehen zu werfen, hat diverse Vorteile. Okay. Sie lenkt Feinde ab und diese nehmen bei der Detonation Schaden. Das ist eine... Hier. Ich versuche zu denken, aber nichts passiert. So, jetzt habe ich's. Hey, ihr Scheißviecher. Oh ja, ich habe einen Lauf. Das kann mir lange dauern. Okay, lass dir Zeit. Jedes Mal, wenn gerade ein bisschen mehr Action ist, schmiert das Ding ab. Liegt aber nicht am Spiel, auch nicht an meinem Laptop, sondern an Kack Windows. Ich muss da demnächst leider ein bisschen Geld investieren. Ja, für dich. Ja. Nicht sagen, du schwackst ein bisschen rum. Ach shit, du bist voll. Scheißvieh. Blöder Albtraum. Irgendwann musste es ja klappen. Wir sind drin, folge mir. Okay. Ich folge dir auf dem Fuße. Aber zuerst ein bisschen Zeug kaufen. Holen. Apropos kaufen. Moment. Entschuldigung. Muss niesen. Aber nein. Apropos kaufen. Wir könnten uns ja mal wieder was kaufen. Wir haben genug Punkte auf jeden Fall für eine neue Stufe. Die Pfeffermühle. Wäre eigentlich eine gute Investition. Aber die besonders jetzt für Fernkämpfe brauchen können. Komm, hau mal drauf. Neue Pfeffermühle, Stufe 3. Sie sieht sogar ziemlich cool aus. Sieht denn wirklich so aus? Ja! Boah, geil! Awesome! Na komm.
Okay, wir gehen mal hier lang. Es ärgert mich, dass ich im allerersten Level auf jeden Fall ein Geheimnis verpasst habe, weil ich dachte, man hätte die Wahl. Ja. Kein Buch ist so schlecht, dass ich nicht auch etwas Gutes darin fände. Wer das gesagt hat, hat niemals Martin Farquhar Tappas Morallehre gelesen. Kenne ich nicht. Ich lese nicht so viele Bücher, ganz ehrlich gesagt. Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Ja, wie konnte ich nur glauben, dass du eine Antwort wüsstest auf irgendetwas? Entschuldige, mein Fehler. Hab's ihm gesagt! Er hat's gesagt! Du meinst, es wäre ein schlimmer Traum. Aber sicher. Guten Tag. Okay. Lass dir Zeit. Hab's ihm gesagt! Er hat's gesagt! Du meinst, es wäre ein schlimmer Traum. Aber sicher. Guten Tag. Ich hab noch volles Leben, deswegen benutze ich das Blümchen noch nicht. Er weiß, dass hier gleich noch auf mich zukommt. Hä? Da war eine unsichtbare Wand. Hier. Nö, jetzt ist sie weg. Komisch. Jetzt ist hier eine unsichtbare... Was ist denn die kaputt, verdammt nochmal? Irgendwas stimmt hier nicht. Ha. Komisch. Ich bin verwirrt. Ah. So ergibt das natürlich alles viel mehr Sinn. Okay. Ja, das Bild gefällt mir. Wo wir hier hinkommen. So geht es nicht weiter. Ich muss runter. Aber jetzt was? Was soll ich jetzt tun? Ah. Mal, ob das was hilft. Ja. Okay. Ich denke mal, so kann man ganz gut agieren. Ich mache ihm eine Tür auf und er macht mir eine Tür auf. Ja, doch, doch, das gefällt mir. Oh. Wir
haben den Grund des Bebens gefunden. Aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg. Ihr seid zu spät. Diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend. Haben sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter! Ich soll... Genug verlabert! Kampfzeit, Fräulein! Okay. Kampfzeit. Also ich schätze, jetzt kommt ein Endgegner. Also das ist eine Vermutung. Aber... Lasst doch, falsche doch, Hoffnung doch, fahren! Doch. Vergesst, was gewesen! Es ist vollbracht! Wahnsinn hält Einzug! Spinnt den Irrwitz fort! Okay. Was? Oh was? Nein! Ernsthaft? Oh nein! Wie unfähig seid ihr? Die bauen... Was für unfähige Vollspacken. Nein! Meine kostbare Domäne und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wohin fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir, sofort. Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht wundern. Er hat die Spiegellinie betrieben. Kommt schon, Leute. Wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Ajibi. Trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir, du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Tee und Ignoranz. Okay. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehm sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, ne? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Interessant. Also, damit hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht mehr gerechnet. Wir sind jetzt wieder in der wirklichen Welt. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Und es pisst ohne Ende. Nein, ich mache jetzt nicht Schluss, keine Sorge. Dafür hat es viel zu lange gedauert, dass ich mal einen neuen Part aufnehme. Ich schaue mich viel lieber noch ein bisschen um. Wir haben absolut keine Fähigkeiten in dieser Welt. Aber ich bin... Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Wollen die anquatschen? Nö. Hi. Das macht gerade ein bisschen Spaß, mal wieder ganz ruhig und entspannt mal durch so ein etwas tristeren Abschnitt zu laufen.
fasziniert mich. Weil ich dachte ganz ehrlich, so beim Anfang, klar, reale Welt und so. Und dann dachte ich, versinkt man halt komplett in Alice Wunderland. Was da ein bisschen abgefuckt ist. Aber nein. Wir sind momentan raus aus dem Wunderland. Und was haben wir denn hier? Anglerfische, wie es aussieht. Ja, Anglerfische. Cool. Oh. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man die wirklich zu 100% Komm, wir schleichen uns hinten raus, kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Ich bin mir nicht sicher, ob man die 100% Anglerfische nennt, aber ich kenne sie nur unter den Namen. Kann natürlich sein, dass sie noch irgendeinen speziellen Namen haben. Könntest du auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben? Weil ich finde die ganz cool, die Fische. Fred and Son, Redcatcher. Interessant. LT? LT, Moment. A Mangled Mermaid. Wow. Eine sehr hübsche Meerjungfrau. Alles ein bisschen abgefuckt, wie immer. Was haben wir hier? Bruno Carpenter's Carnival of Oddities. Okay. Featuring the Insatiable Walrus Man. Wow. Scheiße. Oh. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu Starkgetränken zu haben. Sie schaltet Angst und Scham aus und ebnet Verzweiflungsangst den Weg. Frage mich, was aus Peace geworden ist. Okay, das ist scheiße. Und der Regen wird immer schlimmer, bilde ich mir ein. Komm, wir gehen jetzt hier mal zu dieser Mermaid rein. Hi. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Also, da kann ich nicht rein. Aber auch clever von ihr. Einfach, ja, der Doktor sagt, ich habe eine schreckliche Krankheit. Also, das könnte ja eigentlich ziemlich knicken, Leute. Aber ganz ehrlich, Alice sieht wesentlich gesünder aus als die da. Scheiße. Weiter. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettarschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little! Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Okay. Was für eine Treppe? Hier rein? Ich denke, ja. Aber wartet, ganz kurz. Gibt's hier denn noch was anderes? Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahin gerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Okay, krasse Scheiße. Ja, der ist ziemlich tot. Gut, gut. Echt interessant aus. Nüchtern müssen wir es eh nicht machen. Das wäre falsch. Richtig, das wäre falsch, ja. Also was ist denn? Geh da hin, du Idiot! Den Topf klar kriegen. What? Trink noch einen. Ja, abgemacht. Gib's ihm!
Komm schon, da hat meine Oma mehr Wumms. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Brot oder magenzersetzendes Gin. Okay. Ja, oder eine Tracht Prügel. Wie es aussieht. Oh je. Die sehen ja alle ziemlich abgefuckt aus, ne? Gut, gut, dann nehmen wir mal die Treppe hoch. Ich denke, wir haben unten alles gesehen. Moment, ich komme gleich zur Hilfe. Nur kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay, ich komme. Moment. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. What the? Blöder Bastard! Alice! Alice, steh auf! Alice!